Thomas Spalt von der FPÖ ist am Wort. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Zuseher, Hohes Haus. Die erste Wortmeldung hier im Hohen Haus ist natürlich auch für mich ein ganz besonderer Moment und etwas ganz Besonderes. Ich erlaube mir, mich eingangs ganz besonders bei meinem Vorgänger aus Vorarlberg, Dr. Reinhard Bösch, zu bedanken. Reinhard hat sich über viele Jahre hier im Hohen Haus für das Wohlergehen unserer Republik eingesetzt und daher auch im Namen meiner Fraktion, lieber Reinhard, nochmals herzlichen Dank. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, als neuer Kultursprecher der Freiheitlichen Fraktion freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen und im Speziellen natürlich auf die Zusammenarbeit im Kulturausschuss. Kultur kann in vielen Bereichen ein sehr verbindendes Thema sein und hier wird es in Zukunft sicher viele konstruktive Debatten und Diskussionen geben. Kultur als weitreichender Begriff beinhaltet aber auch verschiedene Wertevorstellungen und verschiedene Verhaltensweisen. Und hier, geschätzte Abgeordnete, bin ich mir sicher, werden wir in Zukunft oft nicht einer Meinung sein. Hart in der Sache, verbindlich im Ton, das ist mein Zugang zur politischen Gesprächskultur. Und wenn ich hier an die Kulturbeschmutzer, die mit ihren sinnlosen Aktionen, die Klimakaoten, wenn ich hier an diese denke, werde ich diese heute hier im Hohen Haus und auch in Zukunft auf das Schärfste verurteilen. Und hier würde ich mir auch von Ihnen, Frau Staatssekretärin, eine noch klarere und eindeutigere Distanzierung wünschen. Dies insbesondere nachdem der gestrige Versuch von Ihrem grünen Vizekanzler Kogler aus meiner Sicht fehlgeschlagen ist, hier eine Rechtfertigung zu konstruieren, wie er diese Klimakaoten verstehen will. Nein, geschätzte Damen und Herren, für mich ist eine einfache, nüchterne und klare Distanzierung das Mindeste, was sich die österreichische Bevölkerung von unserer Bundesregierung erwartet. Nun aber zu dem aktuellen Tagesordnungspunkt zur Buchpreisbindung, ein Gesetz, das im Jahr 2000 unter freiheitlicher Regierungsbeteiligung eingeführt und beschlossen wurde. Es geht hier um die notwendigen Lückenschließungen und Verbesserungen der geltenden Rechtslage. Die Buchpreisbindung ist ein etabliertes und wichtiges Schutzinstrument für das Buch als Kulturgut. Sie schützt Verleger und Autoren und sie ist auch für unsere Buchhandlung eine wichtige Geschäftsgrundlage im täglichen Konkurrenzkampf gegen Online-Riesen, die, wie wir ja alle wissen, zumeist ihren Sitz im steuerbegünstigten Ausland haben. Geschätzte Damen und Herren, wir befürworten diese Erneuerung und unterstützen das vorliegende Buchpreisbindungsgesetz 2023. Herzlichen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Seine erste Rede war das im Nationalrat Thomas Spalt von der FPÖ. Er kommt aus Vorarlberg, aus Feldkirch und ist seit 1. November 2022 Abgeordneter